Hallo Rafiki und willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video machen wir einfach Chilliges. Ich wollte etwas vloggen, damit ich ein bisschen Content produzieren kann. Und in diesem Video zeige ich euch einfach, wie wir unseren Schreibtisch aufbauen. Für diejenigen, die meine vorherigen Videos geguckt haben, ihr habt gesehen, dass ich auf der Suche nach ein paar Möbeln im Möbelhaus war und wir haben einiges aufgebaut im Haus, was ich gekauft habe. Und in diesem Video ist unser letzter Möbel bzw. unser Schreibtisch. Wir haben noch einen Schreibtisch, aber ich denke, das passt nicht so ganz aus einigen Gründen. Und falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, ich würde mich natürlich freuen, wenn du abonnierst und viel Spaß beim Video. So, das ist unser Schreibbereich und wie man schon sieht, wir haben schon einen Tisch, eigentlich was man benutzen kann. Das Problem liegt daran, wir können den Platz da unten nicht wundern, warum wir da ein Töpfchen haben. Ich denke, für die Mamas unter euch wissen, wenn man ein Töpfchen-Training macht, dann ist es viel, viel besser, wenn das Töpfchen schnell zu erreichen ist. So, machen wir einfach weiter. Und wie schon erwähnte, den Platz da unten kann man nicht richtig benutzen, weil unser kleines Baby macht einfach alles weg. Es ist egal, was du da unten hast. Er schmeißt einfach alles weg. Du kannst sagen, man kann Akten da unten machen und er wird auf jeden Fall alles wegmachen und die Papiere abreißen. Hier steht ein Laptop sowie die zwei Boxen. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich die Boxen behalte. Die sind nicht die beste, modernste jetzt Boxen, was man haben kann, aber sie erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck. Kabelsalat muss ich noch gucken, wie ich das lösen kann, weil das ist irgendwie ein bisschen problematisch. Es sieht nicht so schön aus, wenn man so viel Kabelsalat hat. Ich werde auf jeden Fall eine Lösung finden. Da oben ist eine Blumli und die Blume bleibt auf jeden Fall da oben. An der Wand wollen wir wahrscheinlicherweise noch ein Brett machen, damit wir die Boxen da drauf stellen, aber mal sehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Tisch fertig ist. Wir müssen auf jeden Fall heute bauen, weil in 2 Tagen wird Sperrmüll abgeholt und das bedeutet, wir müssen auch einiges im Haus komplett erledigen. Und nun können wir den Tisch aufbauen und währenddessen mein Mann das macht, ich denke, ich werde mich auf jeden Fall hinlegen, damit ich ein bisschen Schlaf nachholen kann. Ja, viel Spaß beim Video. So, Zwischenstand, was wir bis jetzt, also was mein Mann bis jetzt gemacht hat. Wir haben den Tisch aufgebaut. Es ist ganz normale Alex-Regal von Ikea plus eine Platte drauf. Und nun können wir die Schubladen reinmachen. Und dann später wollen wir diese Löcher hier spachteln. Sowie ein bisschen diese Wand hier streichen. Ich weiß jetzt nicht, ob man in die Kamera das sehen kann. Und ich bin am Überlegen, ob wir noch da etwas machen, damit diese Wand nicht so leer aussieht. Ja. Ja. Wenn zu schwer. Geht es? Ja. Guck aber, wo du hinläufst. Genau. Super. Ein Schubladen. Dankeschön. Da sind doch 3 Schubladen. Richtig. Gut gezählt. So, wir haben diese Schubladenelemente hier. Unser Tisch steht schon. Und nun kann ich die Schubladen.
Schokoladenaufteiler. Auspackung gekauft habe ich auch von IKEA. Und ich habe zwei Farben geholt, damit wir unterschiedliche Farben haben. Ich mache die Schublade noch ganz schnell, ein bisschen sauber. Und da muss ich gucken, wie ich das Ganze hier reinmache. So, obere Schublade steht schon. Und dann kann ich die zweite Schublade aufmachen. Obere Schublade organisieren. So, und jetzt ein cooler Hack, was ich herausgefunden habe, wenn man Handyboxen hat, die sind echt sehr stabil, die Handyboxen. Wenn man die noch zu Hause hat, dann kann man die auf jeden Fall in den Schubladen einfach drauf machen. So, und dann diese Ecke mit unserem Schreibtisch. Und oben ist noch diese Pflanze, finde ich cool. Pflegeleicht. Und dann gibt es noch unser Tisch. Also wir haben die zwei Boxen da. Man kann schon sagen, die sind groß. Ja, die sind groß, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und bevor ich jetzt neu kaufe, irgendwann, dann werde ich die weiterhin benutzen, weil ich benutze die auch nicht so jeden Tag. Und dann in den Schubladen gibt es noch einiges und das sage ich dir jetzt, ohne nicht wundern. Ich weiß, die Wände sehen nicht so tippitoppi aus, aber ich habe zwei kleine Kinder. Oh. Die Schubladen sehen so aus. Wir haben hier die obere Schubladen mit solchen Kleber oder solche Sachen, Schere. Obere Schublade und hat eine Kindersicherung bzw. eine Sicherung, damit mein Zweijährige nicht einfach reinkommt und solche Sachen nimmt und in den Mund steckt. Oder eine Schere. Sein Umgang mit der Schere ist nicht so hundertprozentig. Wird noch kommen, aber bis dahin wird diese Schublade mit einer Sicherung bleiben. Die zweite Schublade sieht so aus. Hier gibt es noch einiges. Gibt so Karten von Firmen oder Büros, Behörden und so weiter. Und dann Ladekabel einfach griffbereit. Ich habe hier so Speichersachen und einfach solche Stifte am Bildschirm zu schreiben. Die dritte Schublade ist so meine Schublade und wie man schon sieht, ist einiges drin und ja, ich denke, es bleibt auch so. Und hier gibt es einiges, zum Beispiel hier gibt es Nagellacke, die ich in einem Video gezeigt habe. Die werde ich erstmal hier aufbewahren, wie ich alle getestet habe. Dann hier Notizbücher und ich freue mich, wenn dieses Jahr vorbei ist, dann kann ich die Notizbücher aussortieren. Und dann ab nächstes Jahr nur ein Notizbuch, was von Januar bis Dezember geht. So, und dann gibt es diese zweite Schublade von unten. Hier gibt es Malstifte für die Kinder, sowie Malbücher mit Stickers oder ohne Stickers. Die benutzen wir auch sehr oft, wenn wir im Restaurant gehen, zum Beispiel solche Stifte. Finden wir viel, viel besser im Restaurant zu nehmen als solche Stifte, weil normalerweise nehmen wir A4 Blätter und wenn man mit so einem Stift schreibt, es kann sein, dass es den Tisch
färbt. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber mit solchen Stiften, das passiert kaum. Und ja, solche Stifte haben wir auch viel. Die Kinder malen auch. Also meine Zweijährige malt auch fast überall. Und die sind auch leicht jetzt wegzubekommen. Ja. Die letzte Schublade, Schublade unten, da gibt es Acrylfarben sowie diese Wasserfarben. Dann können die Kids einfach malen. Und ich denke, in der Zukunft werde ich einfach Kinderbereich irgendwo haben, ein Regal irgendwo haben, wo sie einfach ihre Sachen haben. Dann ist es auch besser zu sehen. Ja, so sehen die Schubladen aus. Und dann gibt es noch dieses Ding hier, was ich in einem Euro-Shop gefunden habe. Und ich finde es cool. Können wir heute was malen, also mein großer Sohn malt gerne und ich denke, das war eine coole Idee, sowas zu haben. Das war's eigentlich und jetzt mache ich noch einen Schrank, wo ich einiges aussortieren möchte und ja, dann kann ich auch dieses Vlog beenden. Also dieser Schrank hier im Wohnzimmer hat einiges und ich möchte zumindest von hier da diese Box, ich denke, diese Box mag ich weg, weil irgendwie stört es mich, wenn diese Kleinigkeiten, ich muss gucken, wo diese Kleinigkeiten, kennt ihr diese Kleinigkeiten, die man nicht weiß, wohin? Ich möchte da reingucken und wegpacken und wir haben noch diese Puzzle da oben und ich möchte die woanders machen, damit alle Puzzle in einem Platz sind, dann wird es einfacher, wenn die Kinder puzzeln wollen oder wenn wir allgemein puzzeln suchen. Und ich möchte das Ganze hier unten machen. Dieser Schrank, das ist unser Fernsehschrank und wie man schon sieht, da unten ist auch einiges, was ich eigentlich, ich muss nicht organisieren, aber irgendwie, ich denke, es ist auch einfacher, wenn ich einen Überblick habe, was wir drin haben und dass ich auch weiß, wo die Sachen liegen. Ja, und ich denke, ich werde jetzt da anfangen und dann gucken, weil das irgendwie, also, naja, ja, so, viel Spaß beim Video. So, wir fangen hier, wo ich die Puzzle reingemacht habe und ich kann dir zeigen, wie es momentan aussieht. Es gefällt mir viel, viel besser und ja, es sieht so aus und wie man schon sieht, es ist ganz deutlich zu sehen, was da drin ist. Und da oben sind noch solche Puzzle und sie passen drin und ich finde es cool, so gefällt es mir und man sieht ja,
welche Puzzleteile man hat. Und dann gab es noch einige Sachen. Und die habe ich in dieser Schublade hier. Wir haben diese Perlen hier. Wir haben noch Malkreide. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die auf dem Dachboden bringe, weil wir noch welche hier im Haus haben. Ich habe hier noch Schleim. Deswegen ist auch diese Schublade zu, damit der Kleine sich nicht bedienen kann. Dann gibt es diese Quetschi-Deckelchen. Die Kinder bekommen am Weihnachten einen Tisch, einen Basteltisch. Und das werde ich auf jeden Fall benutzen, zu basteln, sortieren, so Montessori-mäßig. Und dann gibt es noch diese Platten für die Perlen. Und gestern, ihr habt noch gesehen, in diese, im Schrank drin gab es diese Sachen hier. Und das hat mein 4-Jährige aussortiert. Also nicht wundern, einige sind verloren gegangen. Deswegen musste er U und Hase kombinieren. Ansonsten hat er sehr toll gemacht. Die benutzen wir ab und zu zum Lernen. Dann haben wir noch diese Fingerfarben. Die muss ich noch weiße Sachen zucken, beziehungsweise weiße T-Shirts zucken, Bodies, damit wir das machen können. Ja, und es gefällt mir. Und jetzt machen wir weiter. Und das ist unsere Spielecke. Hier gibt es noch einen Mini-Teppich. Und ich bin am Überlegen, ob ich die halbe Schubladen, beziehungsweise die halbe Boxen bekomme, damit ich die Spielzeuge noch weiter aussortieren kann, aber mal sehen. Die größeren Autos stehen hier auf unserer Fernseherschrank. Und ja, aufgeräumt und so gefällt es mir. Ja, es sieht jetzt aufgeräumt aus, weil die Kinder im Kindergarten sind, aber sobald sie wieder zu Hause sind, dann ist es was anderes. Und dann gibt es noch diese Ecke hier. Hier haben wir einiges, was uns gehört. Also ich habe hier und dann zum Beispiel ein paar Bücher für den Kids, weil es ist ein bisschen untern. Dann können sie einfach ein Buch rausnehmen, was sie lesen wollen. Und hintern sind ein paar CDs. Das hier ist kein Bücherregal, sondern ein Aktenregal. Deswegen ist auch viel Platz hinten und wir haben versucht, das so wie möglich auszunutzen. Und dann oben sind paar meine Bücher und oben sind noch einiges, was ich gefunden habe. Ich wusste nicht, dass ich diese Sachen habe. Die waren da oben und jetzt hängt auch diese Hängeaufbewahrung hier. Finde ich auch cool, kann man auch im Kleiderschrank benutzen. Und oben sind meine Trainingssachen bzw. meine Handeln und Fitnessbänder. Jetzt kann ich meinen Kinderwagen vorbereiten und dieses Video schneiden. Ja, ich habe nicht so viel Zeit. Die Zeit geht so schnell.